Schön, dass du da bist. In diesem Video möchte ich dir meinen neuen virtuellen Kurs, die Reise in dein authentisches Selbst, vorstellen und du kannst schauen, ob es vielleicht was für dich ist oder auch nicht. Der Hintergrund ist, dass, wenn wir es auf den Kern runterbrechen, will, glaube ich, jeder Mensch sich einfach nur geliebt fühlen und das Gefühl haben, ich kann einfach ich sein, ich bin okay, wie ich bin. Ich werde nicht attackiert, wenn ich bin, wie ich bin, sondern ich bin Teil einer Gemeinschaft, Teil einer Gruppe. Ich kann mich entspannen. Es ist sicher, ich zu sein. Es ist frei, ich zu sein. Ich kann mich selbst verwirklichen. Ich muss mich nicht unterdrücken. Und leider ist es in unserer Gesellschaft so, dass, glaube ich, sehr, sehr viel von dem, was wir sehen, was im Außen stattfindet, ja so eine Kompensation von dem fehlenden Gefühl von Liebe, Vertrauen, Sicherheit, Glück, Entspannung, Freiheit ist. Sowas wie, yay, auf Instagram, ich habe mein tolles neues Auto, schau mal, wie toll ich bin. Oder dass wir ja nach materiellen Dingen streben und oder auch nach Skill streben und denken, ah, ich muss mich irgendwie verbessern. Wenn ich diese Position erreicht habe, ah, dann geht es mir gut. Oder wenn ich diese Sache gelernt habe, ah, dann sagt mein Chef endlich nicht mehr, ah, du könntest das besser machen. Das heißt, dann kriege ich keine Kritik mehr. Und hinter all diesen Themen, oder nicht allen, aber hinter sehr vielen Themen, die wir im Außen sehen, die uns in unserem Leben beschäftigen, ist meine Erfahrung, liegt einfach der Wunsch, geliebt zu werden, angenommen zu werden, wie wir sind. Ganz viele Konflikte, und ich bin sicher auch viele Kriege, drehen sich um dieses Thema. Ich fühle mich nicht gesehen, da ist jemand über meine Grenze getreten. Warum werde ich hier attackiert? Ich muss mich verteidigen, ich kämpfe zurück. Auch Konflikte in Partnerschaften, genauso. Gesundheitliche Themen, die das als Folge haben, ne? Dass uns irgendwas auf den Magen schlägt oder dass etwas wie ein Last auf den Schultern liegt, wo dahinter einfach ein zwischenmenschlicher Konflikt steht. Und deswegen möchte ich diesen Kurs anbieten. Ich erzähle dir ein bisschen, worum es geht. Erstmal, er richtet sich an intuitive, bewusste und empathische Menschen. Das heißt, all die Menschen, die gerne meine Videos schauen und die Menschen, die ein bisschen mehr wahrnehmen als andere oder einfach merken, ja, das Leben ist mehr als das, was da draußen stattfindet. Ich suche nach einem höheren Sinn. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich möchte wachsen. Ich möchte der Liebe entgegenwachsen. Ich möchte mehr Liebe und Leichtigkeit erfahren. Und ich bin bereit, hinzuschauen und festzustellen, oh wow, die Ängste sind ja gar nicht wahr. Da war vielleicht nur mal ein Missverständnis. Weil das ist der ganz wichtige Punkt. Es geht um Leichtigkeit. Es gibt viele Ansätze, die sind schwer, die dauern Jahre und sind sehr, sehr anstrengend. Ich habe das durch. Ich habe das alles getestet für über 10 Jahre. Und im Kurs möchte ich die 3 wirkungsvollsten Tools mit dir teilen. Und zwar nicht nur teilen, sondern sie dir so vorstellen, dass du sie lernst. Dazu haben wir immer einen 2-stündigen Workshop am Donnerstagabend. Und dann gibt es eine 1-stündige Übungssession an einem anderen Tag, wo es dann wirklich darum geht, in Zweiergruppen über Zoom mit anderen Menschen, die diese Techniken auch gerade lernen, die Erfahrung zu machen, wie sie wirken. Sodass du nach dem Kurs in den Alltag gehst und sagen kannst, wow, ich habe einen Werkzeugkoffer, Blockaden lösen ist einfach geworden. Ich wusste nicht, dass das auch so leicht geht. Ich dachte, es muss so kompliziert sein. Das ist so ein bisschen so, wie wenn du ja, früher mal nicht lesen und schreiben konntest und dich gefragt hast, was ist das mit diesen Buchstaben? Hey, ich verstehe das nicht. Und wie wissen Leute, wie sie eine Pizza bestellen? Ich sehe einfach nur kryptische Zeichen, ne? Und welche Pizza es überhaupt gibt. Und dann lernst du lesen und schreiben und plötzlich öffnet sich dir eine neue Welt. Und diese Welt, die sich öffnet, das sind 3 verschiedene Welten. Die erste Welt ist die Welt der Beziehungen. Das heißt, wie kann ich authentisch kommunizieren? Wie kann ich meine Bedürfnisse äußern oder mich mitteilen, aber ohne jemand anders so quasi in eine Schublade zu packen? Wie kann ich auch dem Raum geben, was in mir da ist und das auch erfahren? Weil oft im Alltag ist es ja so, ne, du möchtest was teilen und sagst, oh, mir ist was erzählt, ich würde das gerne einfach mal aussprechen, gerne. Ja, und dann sagt der andere, ah ja, das kenne ich, sowas ist mir bla 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 bla. Und hört ja gar nicht richtig zu und du denkst, oh, ich wollte einfach mal gesehen werden darin. Oder jemand gibt dir einen Tipp und sagt, ja, mach doch einfach so oder das hast du da schon mal ausprobiert, das hilft. Du denkst, vielleicht geht es gerade gar nicht ums was ändern, sondern einfach nur, dass das mal da sein darf. Das heißt, das ist die erste Tür, authentische Beziehungen. Oder die Tür, die sich zu einer neuen Welt öffnet, so rum. Die zweite Welt ist die Welt des Selbstbildes.
Und das ist die Abkürzung, um selbst hartnäckige Blockaden super schnell aufzulösen, meiner Erfahrung. Und das dadurch, dass wir erkennen, es gibt gar keine Blockade, sondern wir haben einfach altes Kartenmaterial in unserem Kopf. Und dazu kann ich dir eine Geschichte erzählen. Als ich das erste Mal in Berlin war, um da zu studieren, hatte ich eine Karte mitbekommen von meinem Vater von Berlin. Und dann stand ich an der Gorbatschow-Allee und wollte zur Strelzin-Straße oder sowas. Und ich habe die nicht gesehen. Das stimmte. Also ich wusste, eigentlich muss ich hier gerade stehen. Das stimmt von den Straßen. Aber die Straßenschilder heißen anders. Und dann habe ich Berliner gefragt, die vorbeikamen, und die haben den Kopf geschüttelt und meinten, hä? In welcher Zeit lebst du denn? Dann hat sich herausgestellt, vorne auf der Karte stand, jetzt neu mit den neuen Grenzübergängen, 1989. Und da habe ich es dann verstanden, auch was diese rote Linie bedeutet. Das heißt, ich habe einfach altes Kartenmaterial gehabt und das hat nicht mit der Realität übereingestimmt. Und das hat zu, ja, Problemen geführt, sage ich mal. Ne? Weil hätte ich versucht, über die Nicht-existente Grenze zu kommen oder hätte ich gedacht, ah, da ist ja eine Mauer, da kann ich nicht rüber, so ein Mist, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn wieder zurück? Das macht keinen Spaß. Und genauso ist es, dass wir im Kopf oft altes Kartenmaterial haben. Das heißt, ne, die ganzen alten Glaubenssätze, vielleicht aus unserer Kindheit oder irgendwo sind die entstanden, alte Verletzungen, wo wir annehmen, ich darf nicht ich sein, ich muss anders sein. Und dann versuchen wir das Ganze zu kompensieren. Das heißt, wenn ich dann, ne, denke, da ist eine Mauer, dann versuche ich mit dem Flugzeug drüber zu kommen oder einen Tunnel zu graben. Und wir schauen gar nicht nach, gibt es da überhaupt noch eine Mauer? Das heißt, es geht darum, diese Leichtigkeit zu finden. Ich zeige dir keine Tools, wie du mit Flugzeug oder Tunnel über die nicht existente Mauer kommst, sondern es geht darum, dass dein Verstand mitbekommt, also dein Beschützer, dein innerer Beschützer, der dich vor negativen Konsequenzen beschützen will, dass der merkt, wow, jetzt ist es sicher, da lang zu gehen, wo mal diese Grenzübergänge waren und die Mauer. Da schießen gar keine Soldaten mehr. Wow, ich bin frei. Das wusste ich ja gar nicht. Wie toll ist das denn? Diese Einfachheit. Das heißt, da braucht es keine jahrelangen Prozesse oder irgendwas, sondern es ist wirklich, wirklich bemerkenswert, wie schnell sich da einfach durch eine Perspektivänderung dein Leben ändert. Weil wenn zum Beispiel hier eine Wand ist und du schaust dagegen, dann sieht die Welt vielleicht dunkel aus, du siehst keine Möglichkeit, irgendwas zu ändern. Wenn du dann 90 Grad nach links schaust oder nach rechts, siehst du, ah, da ist ja ein Weg und da hinten ist eine Tür durch die Wand. Spannend, dann nehme ich doch die Tür. Diese Einfachheit. Die dritte Welt, die sich öffnet, ist die Welt der emotionalen und energetischen Blockaden. Und da gibt es ja auch etliche Tools. Ich habe sehr viel ausprobiert über die Jahre, sehr viel gefunden, was auch funktioniert, aber das meiste hat mir zu lange gedauert und es war zu kompliziert. Und ich habe ein paar Sachen gefunden, auch eine Methode, die ich dann selbst entwickelt habe, kann man sagen, die selbst Lebensprobleme, das hatten wir als ein Beispiel bei einem Workshop, in 12 Minuten wurde dieses Lebensproblem zu entspannter Müdigkeit. Nee, angenehme Müdigkeit war es, glaube ich. Und dieses Level an Einfachheit, ne? Und das ohne Drama, ohne große emotionale Prozesse, sondern einfach entspannt, einfach, leicht. Und dazu gibt es dann noch Theta Healing Binaural Beats und geführte Meditationen, wo du dich einfach zurücklehnen kannst, wo du einfach ja, genießen kannst und ich mache die Arbeit für dich. Weil es ist auch oft ein Ding, dass wir denken, ich muss diese Blockade lösen. Aber dieses Ich, das denkt, ich muss die Blockade lösen, ist oft Teil des Problems. Ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, ganz einfach ausgedrückt. Ja, wenn du nicht weiter weißt, weil du in einem dunklen Raum sitzt und dir denkst, ja, wo ist hier der Lichtschalter? Und der Lichtschalter befindet sich außerhalb, dann hast du keine Möglichkeit, in diesem Raum das Licht anzumachen. Und das machen wir in der Meditation, dass ich quasi einfach sage, hey, du kannst größer werden innerlich, sodass der Lichtschalter in dir enthalten ist und einfach aufs Licht drücken. Wenn das immer noch zu kompliziert ist, alles gut, wir machen das einfach praktisch. Und wenn dich das interessiert, ich würde mich riesig freuen, wenn du beim Workshop dabei bist. Es geht wirklich darum, einfach, ja, zu gelangen von ich fühle mich allein, ich hätte gern Gleichgesinnte und ich habe auch Themen, die mich beschäftigen und ich war vielleicht schon bei Coaches oder Kursen, aber so richtig hat mich da noch nichts angesprochen und hinzukommen zu wow, ich bin gut, wie ich bin. Ach so, ich muss mein Thema gar nicht lösen, damit ich dazugehöre, weil das tue ich schon. Ach, das darf einfach da sein. Oh, jetzt entspannt es sich. Oh wow, es ist weg. Wo ist es hin? Also es hat sich verwandelt wie ein Schmetterling, wie eine Raupe in einen Schmetterling. Und du fühlst dich plötzlich frei, sicher, geborgen, geliebt und als Teil dieser wundervollen Gemeinschaft.
kannst gerne unten auf den Link klicken. Wie gesagt, ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Und in jedem Fall schön, dass es dich gibt. Und vielleicht bis ganz bald live im Kurs Die Reise in dein authentisches Selbst. Schön, dass du da bist.